wie dein Leben aussieht, welche Frauen, welche Menschen, welche Jobs, welche Erlebnisse und Ereignisse du überhaupt in dein Leben anziehst, zeigt dir, wie es um dein Selbst bestellt ist. Ziehst du immer nur schlechte, zickige Frauen an, seltsame Jobs, unangenehme Freunde, unangenehme Chefs, wirst du nicht wirklich respektiert oder bekommst du nicht den Respekt, den du dir wünschst oder vielleicht verdient hast, von deinem Chef, von deinen Kollegen, von Frauen, von deinen Freunden, von deiner gesamten Umwelt. Steckst du oft fest oder fühlst du dich gefangen in deinem Leben? Hast du das Gefühl, du hast keine Kontrolle über dein Leben, über deine Gedanken, über deine Gefühle, über deine Umstände, kurz all das, was das Leben überhaupt ausmacht? Und lebst du vor allem in der Unsicherheit und der Angst, dass es irgendwie einfach nicht besser wird? Alle diese Dinge haben eine gemeinsame Basis, eine gemeinsame Wurzel. Etwas, was fehlt. Ich habe mir darüber Monate, Jahre Gedanken gemacht. Ich bin sogar zurückgegangen in Workshops so vor 5 Jahren. Selbstbewusstsein. Und habe mir das alles nochmal genau angehört und reingefühlt. Und das Thema, was sich immer mehr rauskristallisiert, das ist dieses allgegenwärtige und doch irgendwie für uns alle nahezu unfassbare Ding, unser Selbst. Was ist das Selbst? Das Selbst, was die Basis ist für alle Dinge wie Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, Selbstachtung, Selbstbehauptung, Selbstakzeptanz. Und ich behaupte, mit diesem Selbst haben wir alle Schwierigkeiten. Wir haben alle nicht so richtig den Anschluss. Wir wissen alle nicht, was das heißt. Oft kriegst du einen schlechten Namen, du bist selbstsüchtig oder denkst nur an dich selbst. Aber was haben wir anderes? Letztendlich, was hast du wirklich, wenn es drauf ankommt, als dein Selbst? Sei doch einfach nur du selbst, aber wer bin ich selbst? Was bedeutet das, ich selbst zu sein? Ich will authentisch sein. Aber wie willst du authentisch sein, wenn du nicht weißt, wer du selbst bist? Und dieses Selbst ist zum Teil zerstört worden. Es ist zum Teil überhaupt nicht wirklich gereift und da. Und das macht dir unglaubliche Probleme in deinem Leben. Deswegen ziehst du schlechte Frauen an. Deswegen hast du schlechte Jobs, keine Freunde, Stress mit der Familie und kommst immer wieder in diese Tretmühle rein, weil dieser harte Kern, diese innere Stärke, dieses Selbst zerstört, zerstückelt und nicht wirklich vollkommen vorhanden ist. Und deshalb haben wir uns entschieden, für dich in diesem Jahr ein ganz besonderes Event zu machen. Und zwar Rebuild Your Self. Bau dich selbst wieder auf, bau dich zusammen, werd wieder vollständig. Es gibt sowas wie den göttlichen Bauplan, die Blaupause. Der Originalplan, wo alles wie auf einem Zeichentisch von Ingenieuren perfekt ist. Genaue Toleranz und in Theorie wird es nachher auch so gebaut. Aber im wahren Leben verlieren wir uns immer mehr, verlieren diesen Zugang an unser Selbst. Wir werden alles Mögliche. Dann ist es kein selbstbestimmtes Leben mehr, sondern eher ein fremdbestimmtes. Wir machen uns Gedanken, was andere von uns denken. Wir leben eigentlich oft viel mehr nach dem, was wir denken, was andere von uns glauben und was wir gerne möchten, dass sie uns sehen, anstatt mal wirklich in das Selbst reinzufühlen. Das ist keine esoterische, philosophische, 9 Jahre in der Höhle in Tibet meditierende Sache. Denn es ist was ganz Konkretes im Hier und Jetzt. Aber wenn du dich wirklich selbst finden willst, wenn wir sagen, rebuild yourself, also bau dich selbst wieder auf, dann nimmt es implizit an, dass du es schon mal gehabt hast. Wenn dieses Selbst für dich ungreifbar ist oder irgendwie nicht da ist, wenn du da irgendwie den Anschluss an dich selbst, ich habe mich selbst verloren, wie oft höre ich das? Wir gehen hier in dem Event tatsächlich aber nochmal eine Stufe, auf eine andere Stufe. Mhm. Selbstwertgefühl kommt auch aus deinem Selbst. Und was wir machen werden mit dir in Rebuild Yourself, ist wortwörtlich dich neu aufbauen. Wir werden dir helfen, die Lagen und die Sachen, die nicht du selbst sind, abzutragen, die Sachen zu ersetzen, die dir falsch aufgepfropft wurden. Und vor allem werden wir dir helfen, die Sachen zu finden und zu bekommen, die deinem Selbst gerade fehlen. Wesentliche Bestandteile, die du niemals mitbekommen hast. Wesentliche Bestandteile, die dir fehlen, um dich selbst zu definieren, um dieses starke Selbst
zu haben, das irgendwo verloren gegangen ist im Labyrinth des Lebens. Und hast du dieses Selbst einmal gefunden, dann ist es auch überhaupt keine Frage mehr für dich, authentisch zu sein, genau, weil du weißt, wer du bist. Du wirst gute Frauen anziehen können, weil es einfach keine andere Möglichkeit mehr gibt. Die Leute werden dich respektieren, weil es einfach keinen anderen Ausweg mehr gibt, außer dich respektvoll zu behandeln. Du wirst nicht mehr abhängig sein von dem, wie andere dich sehen, was sie über dich denken, sondern du wirst mit dir selbst, mit deinem Selbst okay sein, und dann werden all diese Dinge zu dir kommen. Dann wirst du unabhängig sein auf jeder Ebene in deinem Leben und du wirst echte Souveränität spüren, weil du nur vor dir selbst Rechenschaft ablegst. Und deshalb sagt ja auch Jesus, suche zuerst das Königreich Gottes in dir, dein eigenes, ureigenes Selbst, und alle anderen Dinge werden sich finden, alle anderen Dinge werden dir gegeben. Denn wir suchen überall, außer bei uns selbst. Wir suchen bei anderen Leuten, wir suchen Ideen von außen. Wir haben alle Fremdwertgefühl, kein Selbstwertgefühl. Wir machen uns viel zu viel Gedanken, was die Umwelt denkt. Wir suchen immer, dass alle anderen haben irgendwie die Antwort. Irgendwo muss die Antwort da draußen sein. Was wäre, wenn die Antwort absolut in dir ist und du nur praktisch den Zugangscode brauchst, um dieses innere Potenzial ein für alle Mal zu entwickeln? Alle anderen Leute sagen dir, du musst dies machen, du musst handeln, 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 du musst Leistung erbringen, du musst den Hut über den Zaun werfen, du musst dich motivieren, du musst Willenskraft entwickeln, alles wunderbar. Aber es fühlt sich oft gar nicht so an, als wärst du das Selbst. Dein eigenes Selbst ist vielleicht ganz anders als das, was alle anderen machen. Dein Selbst ist sehr speziell. Es ist dein ureigenes Ding und nichts anderes. Und das macht es dann authentisch. Und wenn du da deine Kraftquelle findest, die kannst du finden und wir helfen dir dabei. Darum geht der ganze Event, darum geht das Breakthrough Coaching. Am 4. November und knapp 2 Wochen später, rebuild yourself. Baue dich von Grund auf wieder auf, wie der Phönix aus der Asche. Da geht es ans Eingemachte und da geht es darum, dich wieder mit dir und deinem ureigenen Selbst auf tiefster und möglicher Ebene zu verbinden. Und plötzlich werden sich viele andere Sachen nicht mehr als Probleme präsentieren, sondern sie werden quasi von alleine als nahezu unausweichliche Folge dieses Prozesses, dein Selbst wieder aufzubauen, dein Selbst wieder zu integrieren und zu finden, von ganz alleine ergeben. Rebuild Yourself ist aus gutem Grund ein zweiteiliges Event. Wir starten am 4. November mit einem Breakthrough Coaching, einem Durchbruch für dich. Sowohl für neue, ganz besonders für neue Leute, die noch nie auf einem Workshop waren, aber auch für die Leute, die vielleicht schon mal einen Workshop erlebt haben. Oder auch drei. Dieses Breakthrough Coaching ist der Startschuss für das Event. Hier wirst du einen Durchbruch erleben. Ein Durchbruch, ein Tag. Es ist nicht das komplette Event. Es wird dir nicht die komplette Lösung geben. Aber es wird dir ein Packende geben und einen Anfang geben, wie du anfangen kannst, dein Leben wieder unter Kontrolle zu bekommen, dein Selbst wieder für dich zu gewinnen. Und im Workshop, der Workshop ist deine Heldenreise, knapp 2 Wochen später, in dem gehen wir tief, in dem nehmen wir dich mit in das Labyrinth deines Selbst, um dich selbst wieder Stück für Stück zusammenzubauen, neu aufzubauen und vielleicht Teile von dir zu finden, die du noch nie vorher hattest, von denen du gar nicht wusstest, dass sie dir fehlen. Deshalb ist das Event in 2 Teile aufgeteilt, weil wir wissen, wie viel Power das hat, wenn du reinkommst in das Event mit einem großen Knall, mit einem Punch, mit einem Durchbruch, wo wir dich aufbrechen, wo wir dich bereit machen. Und es wird dir viel bringen, selbst wenn du nur das Breakthrough Coaching machst, wirst du da extrem viel mitnehmen können. Und ganz ehrlich, für den Preis kannst du fast nicht Nein sagen. Und der Workshop wird in die Tiefe gehen, und zwar so tief, wie du es nirgends sonst bekommst. Um jetzt zu starten und deinen Platz zu sichern, klick auf den Link unter dem Video und wir sehen uns hoffentlich in Rebuild Yourself.